Hallo und herzlich willkommen, liebe Leser, liebe Zuseher. Eine neue M-Games ist fertig. Wir möchten sie euch hier präsentieren. Bevor sie am Kiosk kommt und damit auch hallo von mir. Genau, es ist diesen Monat wieder nach einem Monat Pause wegen unglücklicher Zufälle und wo wir nicht anwesend waren, das möchten wir nochmal klarstellen. Genau. Also Herr Schmid und Herr Schulters hier am Mikrofon. Ist wieder das alte Team da, ja. Und wir werden dafür sorgen, dass ihr das auch zu sehen bekommt. Der versammelten Kompetenz der Redakteure Herde und Steppberger ist es Kujawa. Genau, es ist nicht gelungen, ein Video auf die Beine zu stellen. Ja, nee, auf die Beine haben sie es ja gestellt, ja, aber nicht online. Genau, das war, gab es diverse Probleme, warum auch immer. Es hat nicht funktioniert. Jetzt wir sind wir wieder da. Genau, wir sind da mit der M-Games 11 2011. Jetzt am kommenden Freitag am Kiosk. Korrekt. Und ja, möchtest du was zu dieser wunderbaren Deko hier sagen? Ich möchte was zu meiner Deko sagen. Du bist ja auch ein hochdekorierter Mensch. Richtig, ein hochdekorierter M-Games Videospielredakteur. Hier seht ihr eine Säge aus Ollis Werkzeugkasten. Die kommt aber da auch wieder rein. Richtig, ich habe sie extra so ein bisschen drunter unter den Tisch schon wieder geschoben, weil du mich letztes Mal geschimpft hattest, weil ich irgendein Werkzeug nicht aufgeräumt hat. Ja. Säge passend zu Lollipop Chainsaw, einem Spiel mit einem Cheerleader, das mit einer Kettensäge Zombies zersägt, und passend zu Gears of War 3, ein Spiel, wo ein Mensch Aliens zersägen kann. Ich tue die Säge mal weg, damit wäre die Säge abgehandelt. Mario, wegen logischerweise Rayman. Ja, ja. Es liegt nahe. Ein Hüpfspiel und passend dazu hüpft er jetzt hier aus dem Bild. Mhm. Wir haben hier noch die Walther P99 Pistole, die auch jetzt... Die blinkt sogar. Cool. Ja, Special Effect für euch wegen Battlefield. Ich habe hier noch einen formschönen Brieföffner von Two Worlds, passend zu Dark Souls. Ja. Bleibt nicht stecken, weil funktioniert nicht. Ich habe einfach nicht so viel Power. Wahrscheinlich. Ja, außerdem noch im Heft, wie ihr hier seht, unsere geliebte Retro-Rubrik Konsolen und Heimcomputer der vergangenen Tage. So wie es momentan aussieht, auch unsere letzte Folge mit dem IBM-PC, also mit dem PC, was man heute so kennt, den ungefähr 1,5 Milliarden Menschen irgendwo rumstehen haben. Gibt es so viele PCs? Wird geschätzt, okay, wird geschätzt. Ja, auf die Richtung, in ungefähr die Zahl. Wir haben ein paar sehr interessante Download-Spiele. Ich sage nur Radiant Silvergun, Resident Evil 4 HD, Blut Action Nazis bei Blood Rain. Viele interessante Sachen. Und wir haben noch Devil May Cry im Heft. Genau. Ein sehr umstrittenes Spiel. Wir blättern einfach mal rein. Ja. Wie ihr schon kennt aus vergangenen Episoden, der Herr Schmid weiß nicht, was ich hier vorm Schönen markiert habe. Nein, ein bunter Strauß an Überraschungen. Genau, deswegen gehen wir jetzt einfach mal zuerst, wie gewohnt, zum Inhalt. Wo wir quasi nochmal das gleiche erzählen wie gerade eben. Ja, wir sehen, dass wir noch auf der Tokyo Game Show waren. Wir Richtig. Sehen noch zwei hübsche asiatische Damen. Wir sehen Pixel-Dinosaurier. Genau. Auch ein nettes Retro-Thema. Wir sehen viel in der Coming-Rubrik. Genau. Natürlich wir sehen auch hier, dass die Test-Rubrik jetzt mit sehr prominenten Namen mittlerweile gefüllt ist. Ob es jetzt irgendwie ein FIFA, ein Gears of War, Pro Evo. God of War, genau. Ace Combat, Warhammer. Dark Souls, genau. Also da sind schon jetzt so die ersten Vor-Weihnachts-Hits im Test. Ja, genau. Definitiv. Und wir springen einfach mal ganz flugs weiter zu unserem Hauptthema, Battlefield 3. Da war ein Battlefield 3-Kenner, ein freier Autor von uns, war in Paris und hat sich vor Ort die PS3-Version gegeben. Er hat den Singleplayer-Modus gespielt in der PS3-Version. Er hat exzessiv Multiplayer gespielt und er hatte ein Interview mit einem sehr interessanten Menschen, einem ehemaligen SAS-Elite-Einheitsmitglied, wie auch immer, der beratend zur Seite steht, den Battlefield 3-Machern, was so Waffen, Taktik und so weiter alles anbelangt. Mit dem hat er ein Interview geführt und das war doch sehr interessant. Ich freue mich auch noch drauf. Ich bin noch so unbefleckt wie ihr. Ich habe es noch nicht gelesen.
Genau, also ich kann nur vielleicht eine Sache dazu sagen. Der Autor vergleicht Battlefield 3 auch mit Modern Warfare, mit dem Dreier, mit dem kommenden, und wie sich beide unterscheiden. Und einer der Hauptunterschiede ist auf jeden Fall, Battlefield 3 spielt sich taktischer, ist nicht ganz so auf schnell, schnell nach vorne und irgendwie rein ins Gefecht und alles abballern, sondern man muss eher mal in der Deckung bleiben und ein bisschen gucken, wo kann ich denn entlang laufen, wie kann ich meine Gegner aushebeln und so weiter. Also es ist eher der taktische Part von den beiden Ist doch Shootern, die jetzt da kommen. schön, wenn es ein bisschen anders ist, ist es Genau, schön auf ist jeden für Fall. jeden was Und dabei. es sieht sehr, sehr gut aus, wie Sieht man sehr, auch sehr gut auf den aus, ja. Screenshots sehen kann. Ja, wir Neuerungen im Mehrspielermodus, Flugzeuge Genau. und. Auf Viel, sechs sehr viel. Seiten insgesamt hier auch dieses Interview mit dem Mann, der sein Gesicht nicht zeigen darf. Sieht Der ein hat bisschen wohl aus wie noch Hitman, finde ich. ein Das bisschen wie Hitman, ja. Hitman-Cover, das es früher mal gab. Genau, er hat bestimmt noch einige Feinde. Jo, dann springen wir weiter zu unserem zweiten Thema. Zu Lollipop Chainsaw. Genau. Ein Spiel aus Japan, aus den berühmt-berüchtigten Grasshopper Manufacture Studios, wo so illustre Sachen wie Killer 7 entstanden. Genau. Nicht immer ganz unumstritten, aber meistens sehr eigenständig im Stil, sehr ja, abstrakt, sehr cool und ja, so sieht auch Lollipop Chainsaw aus. Ein Action-Gemetzel mit einem ja, sexy Cheerleaderin, die den Kopf ihres, ich glaube, Ex-Freundes irgendwie am Gürtel Das ist noch trägt. nicht ganz so Nicht sicher, raus, wer das aber genau ist. okay. Jedenfalls trägt sie einen Ben Affleck am Gürtel und sägt sich mit Funken und Herzchen garniert durch Zombie-Horden. Genau, also man sieht Blutspritzen, aber gleichzeitig auch Regenbogen Ja. und wunderbare Neonfarben. Ja, auf jeden Fall total abgefahren. Wir haben es für euch exklusiv Genau, gespielt. nur der Max durfte das spielen. In Genau, Deutschland sonst niemand. so sieht's aus. Und er schildert natürlich auch seine Spieleindrücke, weil so in anderen Magazinen, die haben zwar auch schon mal darüber berichtet, aber da gab es halt nur so ein bisschen was zum Trailer. Wir sagen euch, wie sich das spielt und mit welchen Spielen man das am besten vergleichen kann. Auch auf vier Seiten mit einem Interview noch mit dem Produzenten, der auch so ein bisschen erzählt, was man denn tun sollte, wenn eine Kann Zombie-Epidemie, ja jederzeit kann passieren. jederzeit passieren, genau, mit Schweinegrippe und so hat man es ja schon mal. Schweinezombies und so. Jo, weiter geht's. Mit der Tokyo Game Show. Genau. Zwei Freie Autoren, Thomas Nickli und Thomas Stuchlik, waren für uns in Japan, haben ja, Events abseits der Messe besucht, haben die Messe angeschaut, waren in Spielhallen, haben die Stimmung in Tokio und in Japan in sich aufgesogen und ja, so ein Messebericht und zugleich ein bisschen Bestandsaufnahme im, ja, nicht Mutterland der Videospiele, aber schon in einem der Für Konsolen für zumindest Konsolen prägenden einfach Land. immer noch sehr prägenden Land, wie es denn da zurzeit aussieht, welche Neuerungen es gab und was versäumt wurde anzukündigen, warum uns manche Sachen enttäuscht haben. Ja, steht da alles drin. Ein paar sexy Standmädels sind dabei, viele interessante Bilder und ja, Ankündigungen und Sachen. Ja, auch was zu dem Zubehör für den Nintendo 3DS, den Der neue zweiten Analogstick. Analogstick, genau, der ein bisschen merkwürdig aussieht, den Genau. wir auch gespielt haben in Japan eben. Ja, wie sich der denn so anfühlt. Genau. Stellt euch heute diese hervorragende Zeitschrift vor, für die ich gerne auch mal schreiben würde. Nein. Vielleicht zieht ja ein Also ich würde es Employee wirklich gerne machen. Mitarbeiter dich und Nein, lässt ihn dann aber entscheiden. ich bleibe mal beim Thema und es war natürlich wieder große Fußball-Saison in der Ja, Redaktion und bei mir zu Hause. FIFA und Pro Evolution FIFA und Pro 2. Evo. Leider verdeckt das Licht, der Glanz des Lichtes beide Titel, sodass ich nichts lesen kann. Es sind auf Das jeden Fall wird beide. Es ist ja ganz Pro gut. Evolution Soccer ist ja und FIFA, jetzt haben wir es Ja, raus. Wahnsinn. Ja, das waren wieder einige spannende Stunden voller Jubelarien und Ärger. Abstürzen. Ja, Abstürze mehr als im letzten Jahr auf jeden Fall. Ich weiß nicht, du hast da mehr Erfahrung, ob das schon mal so häufig war. So ätzend war es noch nie, ne? Ja, das war sehr ätzend, aber wir haben uns durchgeschlagen und ja, wer dieses Jahr gewonnen hat in unserer Gunst, das lest ihr dann im Heft. Und ich muss natürlich noch auf unser hervorragendes Gewinnspiel hinweisen.
Sieht man das? Ja, sieht man. Für Warhammer-Fans eine absolute Offenbarung, nämlich wir verlosen unter anderem, also natürlich auch coole Sachen zu Deus Ex, zum Beispiel auch die Lösungsbücher, aber ganz besonders dieses Kettenschwert oder die Nachbildung eines Kettenschwerts, die wie viel? 120 cm lang und ca. 10 Kilo schwer ist. Also wer das nicht zu Hause hat, tja, der hat das nicht zu Hause. Richtig. Ja. Dankeschön. Bitteschön. So, ich habe jetzt hier die Freude, euch einen Artikel vorzustellen. Ich habe absichtlich nicht Gears of War genommen, sondern einen, wie ich finde, historischen Artikel, einen Beitrag in der aktuellen Ausgabe, der ja zumindest absolut notwendig war, weil er einen Fehler ausgebügelt hat, der in der Vergangenheit begangen wurde von meinem hochgeschätzten Chefredakteur Oliver Schultes. Und zwar diesen hier. Beides Spiele, die damals nach meinem Empfinden katastrophal unterbewertet wurden. Wir haben das jetzt mal richtig gestellt. Dann springen wir weiter. Ui, was kommt denn jetzt? Ui, was kommt denn jetzt? Jetzt kommt was Buntes, nur für dich. Ja. Jetzt kommt Mario. Ja, er hüpft nochmal rein ins Bild. Man kann es ja auch vergleichen, hier. Eindeutig. Eindeutig, ja. Ja. Rayman haben wir auch exklusiv. Genau, haben wir auch exklusiv gespielt. Dieser Monat ist ja mal wieder fantastisch, muss ich sagen. Ja, da war auch ein freier Autor unterwegs. Hat sich die neueste Version geschnappt und hat sehr, sehr viele Spieleindrücke mitgebracht. Wie sich Rayman spielt, er hat auch mit Michel Ancel, dem Rayman-Papa, geplaudert. Und bekanntesten französischen Spieledesigner. Genau, der auch sehr viele Preise schon eingeheimst hat. Oder auch die Rabbids erfunden hat, die und mittlerweile überall... Beyond Good and Evil. Beyond Good and also Evil. Ein Mann, der bekannt ist für sehr außergewöhnliches Design und viel Humor. Genau. Und er macht mit einem sehr, sehr kleinen Team Rayman Origins. Das kommt jetzt Ende des Jahres raus. Und wie gesagt, wir haben die neueste Version gespielt, mit Michel Ancel geplaudert. Er meint so ein bisschen, es geht in Richtung 2D-Revival, auch bei anscheinend bei Vollpreisspielen. Was genau dahinter steckt, könnt ihr natürlich im Artikel nachlesen. Und es gibt jede Menge Globox-Bilder. Auch für, ja, ich finde Globox. Für alle Globox-Fans. Ja, ich finde Globox total geil. Einer meiner Lieblingscharaktere. Ich muss immer grinsen, wenn ich den sehe. Das ist der blaue übrigens. Genau. Für alle, die ihn nicht kennen. Ja. Wenn ich dich sehe, muss ich nicht grinsen. Aber lass das ist am Rande. So stehen, lass mal einfach mal so stehen. Ich blätter mal weiter zu unserer Retro-Rubrik. Wie gesagt, so wie es momentan aussieht, vielleicht schieben wir später mal noch irgendwie die eine oder andere ganz obskure Konsole nach. Aber mit dem IBM-PC ist erstmal der Abschluss von unserer langjährigen Reihe. Da geht es um Retro-Konsolen und Retro-Computer jetzt in den letzten Folgen. Und es gibt eigentlich keinen würdigeren Abschluss als den PC. Ein bisschen was zur Erklärung, wenn ihr dann später auch die Bilder im Heft seht. Wir haben uns auf die Zeit bis ungefähr Mitte der 90er beschränkt, also die DOS-Ära, Windows und die ganzen anderen Geschichten später ausgeklammert, weil sonst wäre es einfach beim PC uferlos. Da kann man noch ein eigenes Heft beilegen müssen. Eben, da kann man Bücher drüber schreiben mit tausenden von Seiten über die ganze Geschichte des PCs. Hier erfahrt ihr, wie der PC entstanden ist und wie sich die ganze Sache bis eben Anfang, Mitte der 90er entwickelt hat. Und das spiegelt sich dann auch wieder in den Spielen, in den Serien und so weiter. Wie ihr seht, ist sehr, sehr viel Pixelkram dabei. Nix jetzt irgendwie mit Hightech und Monster aufgerüstet, irgendwie Crysis oder sowas, wo du einen Monsterrechner brauchst und so weiter. Retro, wie sich genau gehört. Jo, dann springe ich nochmal weiter hier. Wir werden die Wertung nicht verraten, aber wir zeigen euch auf jeden Fall hier, Gears of War 3 ist einer unserer Max-Tests. Richtig, von Michael seziert. Genau. Unter die Lupe genommen, durchgespielt im Mehrspielermodus, viele Stunden mit verbracht und natürlich für gut befunden. Ja. Aber für wie gut, das seht ihr dann im Heft. Genau. Ob es ein Blindkauf ist, ob jeder damit glücklich wird, der die Vorgänger nicht kennt oder schon kennt, erfahrt ihr dann. Genau, ich werde euch noch ein bisschen, wir machen ja bei unseren Max-Tests, machen wir immer so eine spezielle Doppelseite in der Mitte des Tests. Das sind ja insgesamt immer 6 Seiten.
Und hier geht es wirklich um die ganzen Mehrspieler-Modi, was euch dort erwartet, welche Funktionen es da drin gibt, wie viel Screen spielbar genau ist, ganz viele Details. Jo, dann geht's weiter mit unserem zweiten Max-Test im Heft. Mit Dark Souls. Genau, das hat der ehemalige Maniac-Redakteur, also weil er so Anfang 2000 hier war für zwei Jährchen, oder zweieinhalb Jahre war er da, glaube ich, Colin Gable getestet. Der hat den Vorgänger Demon's Souls mehr als 200 Stunden gespielt, muss ich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Damit mehr als 800 Mal so lang wie ich. Genau. Ja, 1000 Mal so lang wie ich. Okay. Auch 100.000 Mal so lang. Ich habe nämlich den vorher gar nicht gespielt. Mir wurde es immer wieder ans Herz gelegt. Ich weiß allerdings, dass es wirklich ein Spiel ist, wo man sich reinbeißen muss. Es ist knallhart, es ist nichts für Weicheier. Wer damit beginnt, der muss wirklich Durchhaltevermögen haben. Das ist auch beim Nachfolger, genauso bei Dark Souls, quasi das Gleiche. Sie haben sehr, sehr viele Sachen vom Vorgänger verbessert. Sie haben auch an einigen Stellen mitgedacht und es ein bisschen vereinfacht, aber wirklich nur ein bisschen, an anderen Stellen vielleicht ein bisschen härter gemacht. Beschreibt hier der Colin auf 6 Seiten ausgiebig. Die Wertung verraten wir euch nicht, aber ich zeige euch auch hier die zweite Doppelseite. Ja, was denn eigentlich auch alles so auf dem HUD ablesbar ist, erklärt er hier. Und ganz wichtig natürlich auch genau, ein paar Tipps. Wie man denn rangehen sollte an das Spiel, damit der Frust zu Beginn nicht vor allem vielleicht auch, wenn man den Vorgänger nicht 200 Stunden gespielt hat und einfach genau auch als Xbox-Kunde, das ist ja, der Vorgänger erschien ja nur für die PS3. Genau. Ist vielleicht nicht unklug, sich das mal durchzulesen. Genau. Aber könnt ihr ja alles selber nachlesen. Wir springen jetzt mal weiter zu, was wir ja schon angesprochen haben auf dem Cover. Ja. Zu unserer Download-Rubrik. Da gibt es diesen Monat wirklich sehr, sehr viel exquisite Download-Spiele, die ja bekanntermaßen im Vergleich zu einem Vollpreisspiel deutlich günstiger sind. Aber mittlerweile ist schon. Also zwischen 25 Euro ja bekommt man sehr, sehr viele Perlen. Durchaus. Wir haben auch ein bisschen Counter-Strike uns noch angeguckt, was ja bald kommt als Download-Titel. Genau. Auch sehr interessant. Viele 2D-Spiele. Genau, ich blätter jetzt einfach mal durch nebenbei. Blood Rain, Renegade Ops, Moto Heroes. Von den grandios Leuten. Von den Trials machen. Genau. Jetzt für Wii ein Spielchen, klar, quasi gleiches Prinzip. Ja, auch mit auf Physik basierend. Trucks rumfahren. Genau. Burnout Crash kam kurz vor knapp noch rein. Radiant Silvergun, das Kultspiel für den Saturn. Genau, von Treasure. Street Fighter, Rock of Ages. Auch ein sehr lustiges Spiel, ja. Genau. Ja. Dann den Abschluss bietet natürlich Resident Evil 4 zu Recht. Großartig. Die HD-Neuauflage, hervorragend. Darf ich? Jetzt leuchtet auch dieses wunderbare rote Licht, das sehe ich jetzt das erste Mal. Meine Lieblingsseite ist eigentlich keine Lieblingsseite, sondern nur eine Dreiviertelseite. Mehr habe ich nicht bekommen im Download-Teil. Es geht hier um Resident Evil 4. Eine wunderbare HD-Neuauflage, eines der besten Spiele, wo gibt bislang, zumindest für meinen Geschmack. Kann ich euch nur ans Herz legen. Auch wie viele andere Download-Seiten, die ihr hier im Heft findet. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Resident Evil kaufen, spielen, liebhaben. Da freut sich auch Capcom. Da freut sich auch Capcom. Guten Tag, liebe Leser. Ich habe auch diesmal wieder ein Schmankerl für euch vorbereitet. Aber damit ich das sehen kann, setze ich meine Brille wieder auf. Und zwar das hier, jetzt müsste der Oliver die zweite Hand vielleicht an den Camcorder nehmen und zoomen. Ich kann es mit einer Hand. Mit einer Hand, sehr gut. Es geht um Radiant Silvergun, eine Arcade-Perle, eine Saturn-Perle, eine Shoot-em-up-Perle und die gibt es jetzt für Xbox Live Arcade für gerade mal 15 Euro. Ein fantastisches Shoot-em-up, ein Meilenstein dieses Genres, extrem schwer, mit einem sehr klugen Waffensystem, einer aufgehübschten Optik, die man allerdings auch abschalten kann, damit es schön pixelig wird. Es ist von Treasure, einer Spieleschmiede, die ich sehr schätze und ich habe einen Artikel geschrieben, den ihr sehr schätzen werdet. Auf Wiederhören. Jo, dann blätter ich doch mal noch weiter zu meinem letzten Merkerlein.
Das ist aber bunt. Das ist bunt. Ja, das sieht aber wirklich cool aus, muss man schon sagen. Das ist ein sehr, sehr schönes Pixelbild. Ja. Da geht es um Primal Rage. Um die Arcade-Version von Primal Rage. Wie das Spiel entstanden ist, war sehr interessant. Die Entstehungsgeschichte, auch die Animationen und wie viel Geld sie damals eigentlich auch für das Spiel verbraten haben. Also wenn man das auf heute umrechnet, ist ein Wahnsinn. Könnt ihr alle selber nachlesen natürlich und dann nachrechnen. So rum wollte ich sagen. Ja, vom Prinzip her, es kloppen sich Dinos. Ich glaube, es ist auch ein Konzept, wo heute keiner mehr sagen würde, da machen wir ein großes Big-Budget-Spiel daraus, ein Beat'em-up mit Dinosauriern. Genau, würde heute wahrscheinlich keiner mehr sagen. Aber der Dino-Hype damals, Jurassic Park. Genau, das kam 1994 raus. Beat'em-up-Hype, da war das natürlich eine schöne Kombo. Ja, wie gesagt, war sehr interessante Entstehungsgeschichte, kann es nur jedem ans Herz legen, selbst wenn er Primal Rage jetzt nicht mag oder wenn er irgendwie erst später zu Videospielen dazugestoßen ist. Ja, zum Schluss bleibt uns noch die Enthüllung. Die Enthüllung des Abo-Covers. Genau. Tada! Und wir haben ausnahmsweise mal Mario auf dem Cover. Richtig. Jetzt ist der, das war das Stichwort, bitte. Du musst jetzt die Figur wieder rein. Es muss die Figur nochmal reinhüpfen zum Abschluss. Sie sehen sich ja auch verdammt ähnlich, oder? Richtig. Muss man schon sagen. Genau. Es ist natürlich Rayman auf dem Cover, falls ihr es nicht erkannt habt. Das sollte man erkennen. Das sollte man erkennen, genau. Ich finde es sehr schön. Und es ist natürlich nur für mich Glowbox auf dem Cover. Und es zaubert mir auch hier wieder ein Lächeln auf die Lippen. Und es ist ein Mann, bei dem man nicht weiß, ob er seinen Arsch, seine Brüste oder sein Kind zeigt. Genau, aber das könnt ihr ja dann, wenn ihr Abonnenten seid, könnt ihr euch das genauer mal angucken. Richtig. Und ja. Ja, das war's von unserer Seite. Dieses Heft, die Maniac M-Games 2011, diesen Freitag im Kiosk. Das erste große Weihnachtsheft kann man schon. Genau, deswegen haben wir auch 108 Seiten. Genau, 10 Seiten mehr fast für euch. Ja. Genau. Viel drin, viel dran. Da führt kein Weg dran vorbei, möchte ich meinen. Ja, das war jetzt kein guter Reim. Nee, sollte auch kein Reim sein. Okay, ja, dann. Passt doch. Alles klar. Tschüss. Dann wiederschauen. Bis zum nächsten Monat. Herr Schnepperger, sprechen Sie jetzt. Ich spreche jetzt. Soll ich was zu dieser tollen, wunderbaren Blu-ray auch sagen? Darfst du gerne. Die ich nie angeschaut habe, aber man hat sie mir ja aufgezwungen von der Audiovision. Ich bin unschuldig. Du wolltest diesen Busenfilm also gar nicht haben? Nö, nimm ihn mit, Herr Schmidt. Danke. Tja, meine Lieblingsseite. Also erst einmal mein Lieblings-T-Shirt ist aktuell dieses wunderhübsche Firefly-T-Shirt, ja. Weil Firefly ist Gott, wie wir wissen. Bis auf die Uninformierten, dann wird es aber langsam Zeit. Lieblingsseiten Making of Primal Rage, weil ganz tolle Pixel und ich habe ihn übersetzt und er war gut. Und ist jetzt noch besser, nachdem du ihn übersetzt hast? Ja, natürlich. Danke. Er ist mit viel Liebe übersetzt worden und schöne Pixelbilder, wie gesagt.